Wow. Ich bin beeindruckt. Aber wir haben jetzt, glücklicherweise haben wir diesen Speicherkristall ja gefunden. Deswegen ist das Campen noch ganz gut. Ich glaube, man kann von dieser runden Plattform aus auf die gewünschte Ebene gelangen. Gut, Fräuleinchen, dann gehen wir da mal hin. Ich hätte uns vorher heilen sollen. So this is the control room. So, the Forsaken Chosen and her entourage of vermin have finally arrived. Forsaken? You got it mixed up, Magnus. You're the one that's Forsaken. Your time here is up. Übertreibt man nicht gleich. Just like a bunch of stupid vermin. I know your every move. And I know about those inferior beings trying to escape too. How did Neil get in there? That's a projector, a product of Magi technology. It's a device that displays images of people and things that are far away. We were displayed on here as well. Oh no, they're trapped! A wasted effort. Everything you've done is meaningless. How so? We can rescue everyone after we take care of you. Big words from someone whose futile actions caused the disaster at Isalia. That was... I know. How about I recreate that incident using the vermin on the projector? Oh, yeah, sorry. Watch. I'll unleash their X-spheres and turn them into monsters! No, stop! Come on now. I'll be more than happy to turn them into monsters. Just like that old lady you killed. Just like Marvel! Marble? You don't mean... Oh, but I do, my little chocolat. Dear old Granny Marble was sent to the Isalia Ranch, where she was killed by Lloyd. I heard she met a pitiful end. Wait, it wasn't like that. Lloyd tried to save her, but the Desaians turned her into a monster and... Lloyd killed her. No! Chocolat! Damn it! Let her go! Leave me alone! I refuse to be saved by Grandma's murderer! I'd rather die! You mustn't say things like that. Don't throw your life away. Dor will save me. Leave me alone! Right, Dor. Well... Whatever. Take her away. Ja, eine dramatische Entwicklung. Stop! Let's get this over. So. Erster Schritt, Coletti hier wird mal ein wenig Orangengel verteilen. Und wir werden jetzt hier volle Pulle reinklotzen, um hier diese komischen Freaks hier auszuschalten. Ah ja, da haben wir auch gesehen, wie man Guardian richtig einsetzt. Vor allen Dingen, wenn ein magischer Zauber versucht einen zu treffen, ist das sehr praktisch. So, den werden wir mal eben unterbrechen hier. Und dann ihn hier. Ah ja, das war's schon. Sehr schön. Dann haben wir nur noch hier den und den zweiten Armbrustschützen. Den machen wir jetzt auch mal fertig da.
und zwar aus der Ferne einmal Demon Fang und dann machen wir ja genau. Und neue Level schon wieder. Hatten wir erst vor kurzem. Damn it! How could you idiots allow these inferior beings to defeat you? Fine! I'll take care of you myself. I'll put an end to the Chosen, right along with you fools who can't let go of your elven blood. You really think you're gonna live through this? Ja, das sieht schon mal nett aus, das kann man schon mal zugeben. Ein magisches Auge auf den Herrn Magnius bitte und dann hauen wir hier mal schnell. Jawoll! Jetzt hat leider die Zeit für... Oh Moment, habe ich Guardian eigentlich festgelegt? Nein, habe ich nicht. Das sollte ich dringend tun. Tempest? Wann hat er denn Tempest gelernt? Sehr coole Sache. Also, tschüss, Dingens. Sword Rain kann auch gehen. Tempest, Beast. Und dann... Bam! Beast ist so ein richtig schöner, fetter Angriff, der die auch immer richtig umhaut hier. Oh ja, Kratos hat gerade Probleme. Colette hat keinen Dingens mehr, ist aber eigentlich egal. Kratos heilt zu viel, der kämpft zu wenig. Nee, das bringt doch gar nichts, Mann. Ich will versuchen, den jetzt so schnell wie möglich... Moment. Jetzt reicht's aber. So, der hat noch 8000, aber... wir haben ihn jetzt erstmal abgelenkt. Hoffe ich. Jawohl, Kratos heilt wieder. Oh je. Nein, jetzt... Jawohl. Gut. Jawohl, so. Okay, Colette. Einmal Mischgel Kratos. Und Colette. Einmal Orangengel auf Genus. Oh, what the hell? Nee, dann lieber Wasser des Lebens auf Genus. Bam! So. Haben wir ein bisschen Zeit gewonnen. Orangengel Genus ist wichtig. Damit Genus uns unterstützen kann. Kraftschub. Und jetzt, Freunde. Jetzt! Nein, und nicht ohne Colette. Also Kratos heilt viel zu viel. Das können wir so nicht lassen. Verwenden von Nahkampfangriffen? Bist du dumm? Machen wir das so. Jetzt dann schnell ein Wasser des Lebens auf Colette. Jawohl, ja, so. Und hier wieder Lightning Tiger Blade. 6000, jetzt einmal schnell weg hier. Und ein Mischgel. Verdammt, Genus muss da weggehen. Der ist viel zu nah dran. Eieieiei. Oh, nee. Oh je, oh je, oh je. So. Haha, du kannst zwar auch Beast, aber du triffst nicht. Oh, er hat doch getroffen. So, das können wir dann mal ein bisschen hier. So. Und
Ah, der mit seinem Biest, der haut Genius immer aus dem Weg. Einfach weil Genius es nicht auf die Kette kriegt, von dem wegzulaufen. Verdammter Mist. Moment. Versuchen wir das mal. So, Kratos ist gerade frei, was er des Lebens auch nicht. Wir haben leider keinerlei Kratos, ich... Ja, jetzt bräuchte ich den zweiten Mitspieler. Weil Kratos, du kannst jetzt hier nicht... Nee. Ist jetzt ein bisschen blöd. Genau, das müssen wir nämlich machen. Alle drauf. Der ist viel zu gut. Vor allem mit seiner Hell Axe und so weiter. So, dann schnell. Mischgel haben wir gar keins mehr. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier... Heieiei, die Leute wieder aufwecken, hier Genius. Ach, das hat nichts gebracht. Ich wollte Guardian noch benutzen. Und Genius ist wieder viel zu nah dran. Und Genius ist damit wieder tot. Das war so klar eigentlich. Das wird knapp. Und zwar verdammt knapp. Ja, super geil. Ohne Kratos, Nee, nix da. Nicht nett. Ja, also ohne hier, ne, und so. Die Glatte noch, 1200. Ja, TP bringt mir gar nichts. Genau, Aqua Edge ist sehr gut, der ist ja Feuer, glaube ich. Oh, du Kacke. Ach du Scheiße, der haut den so weg mit einem Schlag, das ist ja nicht mehr schön. Genius bricht den Angriff ab und heil dich. Und dann haben wir ihn. Jawohl. Rain erhält Sharpness, das heißt, sie hat auch ein Level gekriegt. How could a superior half-elf like me? It's because you are a fool, Magnus. Crucius has accepted Colette as the Chosen. What? That's right. Colette is going to regenerate the world. We're not going to lose to someone like you. So, you're... Then, I was deceived.